Nur noch wenige Tage, dann steht München ganz im Zeichen des Sports. Die European Championships sind ab dem 11. August in der Stadt. In 9 Sportarten werden die Europameisterinnen und Meister ermittelt. Heute gab es einen ersten Blick auf die Medaillen. Annalena Bergmann und Tobias Feige waren mit dabei. Das Haus Casa Chiara ist ein Ort der Begegnung und in Offenbau im wunderschönen Altmühltal beheimatet. Es ist als Wohngemeinschaft auf Zeit zu verstehen und bietet Obdachlosen, Wohnungslosen oder suchtabhängigen Menschen unter der Leitung von Bruder Martin von der Straßenambulanz Ingolstadt neben dem therapeutischen Gärtnern auch eine tiergestützte Therapie an. Vicky Müller-Tusser und Clemens Schmid waren vor Ort und haben bei den Aufgaben mitgemacht. Und wir kommen zur guten Nachricht des Tages, die heute aus einem Taxi kommt. Taxifahren zum halben Preis. Der Landkreis Eichstätt bietet ab sofort Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 27 Jahren eine Taxifahrt am Wochenende zum halben Preis an. Die übrigen 50% zahlt der Landkreis. Und mit dem sogenannten 50-50-Ticket müsse sich also künftig niemand mehr Sorgen machen, wie er denn eigentlich zwischen 19 und 5 Uhr dorthin kommt und auch wieder heimkommt. Man sei unabhängig von elterlichen Abholdiensten und kann sogar Fahrgemeinschaften im Taxi bilden, so Landrat Alexander Annetzberger. Nach einer kurzen Unterbrechung sind wir gleich wieder für Sie zurück mit dem Wetter und ein paar Veranstaltungstipps. Dranbleiben lohnt sich also auf jeden Fall. Bis gleich. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu News Aktuell. Ihre Nachrichtensendung für Ingolstadt und die Region, verbunden mit dem verlässlichsten Wetterdienst. Nach so einem schönen und warmen Wochenstart kann doch diese neue Woche nur noch Gutes mit sich bringen, vor allem beim Wetter. Diese Woche erwarten uns in Ingolstadt bis zu 37 Grad pure Sommerglücksgefühle. Die genauen Wetteraussichten jetzt von unseren Experten. Bei so einem schönen Wetter fehlt eigentlich nur noch eine passende Veranstaltung in Ingolstadt und in der Region. Nach den News geht es hier auf TV Ingolstadt weiter mit dem Studio Neuburg. Unter anderem stellt Ihnen mein Kollege Robin von Gumpenberg den Floristikwettbewerb vor. Eine Neuburgerin stellt ihr Können unter Beweis mit richtigen Blumenbinden. Das war's mit News Aktuell für heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Sie einen Teil der Sendung verpasst haben, dann können Sie jederzeit auf unsere Mediathek zurückgreifen. Hier auf TV Ingolstadt geht es mit unserem nachfolgenden Programm weiter. Und wenn Sie möchten, dann wird Sie morgen mein Kollege Elian Preuß hier bei den News begrüßen. Bis dahin, machen Sie's gut.